Was die Ministerpräsidentin da sagt, auf der einen Seite, es muss natürlich das ein oder andere ausgegeben werden und das wird auch in Zukunft so sein. Auf der anderen Seite wurde das, was möglich war an Sparmaßnahmen, auch umgesetzt. Wie sehen Sie das? Stimmt das? Ja, also der vorhin von Ihnen auch angesprochene Stärkungspakt Stadtfinanzen ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel des Dilemmas. Es ist schon so, dass die Landesregierung in den kommenden 10 Jahren mehrere Milliarden bewegen will, um die maroden Kommunalfinanzen zu reparieren. Da gibt es aber viel Kritik, dass das doch vergebens ist oder dass die Sparauflagen für die ärmsten Kommunen zu hart sind. Also es ist so, dass dort schon etwas getan wird, aber im Augenblick nicht erkennbar ist, was im Gegenzug gespart wird. Und das ist, glaube ich, das Dilemma. 144 der, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, 396 stehen sogar unter Nothaushaltsrecht. Das sind eigentlich dramatische Zahlen. Da werden Sie mit dem Pakt, den Sie da aufgelegt haben, wahrscheinlich nicht ganz so weit kommen. Ich sage ja, wir geben jedes Jahr 300 Millionen zusätzlich über das Gemeindefinanzierungsgesetz an alle Kommunen, weil wir wissen, alle haben Sorgen. Aber wir helfen in einem ersten Schritt den besonders Notleidenden. Und die zweite Stufe war ja sozusagen schon in Planung. Wir müssen weiterkommen, aber wir brauchen an der Stelle auch den Bund. Denn die Kommunen ächzen unter einer Last von sozialen Kosten, die sie gar nicht tragen können, die auch von unserem ganzen Staatsgefüge dort überhaupt nicht hingehören. Die sind mal da gelangt, weil es hieß, das sind Einzelfallkosten, die anfallen. Das sind die Unterbringungskosten für Hartz-IV-Bezieher, das sind die Eingliederungshilfen für Behinderte. Beide Positionen steigen mit einer wirklich steilen Kurve und das muss wieder weg von den Kommunen. Aber und deshalb, damit sie Pump. Auch wieder atmen können. Aber das ist am Ende Helfen auf Pump. Naja, im Moment können wir es leider nicht anders handhaben, aber was passiert denn sonst in den Kommunen? Das stellen wir doch fest. Da werden die Büchereien geschlossen, da werden die Schwimmbäder geschlossen. Da wird vieles an Leistungen nicht mehr erbracht, was aber dringend erforderlich ist, damit gerade unsere Jugend eine gute Zukunft haben kann. Es kann doch nicht sein, dass die nirgendwo mehr hingehen können und dass die keine Möglichkeiten mehr haben, eine Bibliothek aufzusuchen oder ein Schwimmbad, nur weil wir an allen Stellen so stark einsparen. Das darf doch auch nicht passieren. Das ist ganz genau die Frage, wo man Schulden bekämpfen kann, wo man sparen kann. Sie sagen 300 Millionen hier, 300 Millionen da. Nur um es für die Zuschauer nochmal zusammenzufassen, die Schulden von Nordrhein-Westfalen und die Kommunen sind 233 Milliarden Euro. Das ist fast Griechenland-Niveau. Jetzt fragen sich natürlich die Menschen, was hat das hier bei uns für Folgen, Janine? Ja, wenn es um die Auswirkungen geht, kommen wir hier an einen sehr empfindlichen Punkt. Warum wollen Sie im kürzlich gescheiterten Haushalt extrem viel bei jedem Kind ein warmes Essen kürzen? Warum haben Sie sich dem Sozialticket für 15 Euro verweigert, obwohl es in Nordrhein-Westfalen so viele Menschen gibt, die nach ihrem inzwischen als verfassungswidrig eingestuften Hartz IV-Sätzen sich nicht mehr als den gesetzlichen Regelsatz für den öffentlichen Nahverkehr leisten können? Ja, das waren die Positionen der Linken in den letzten Haushaltsverhandlungen. Bei jedem Kind ein warmes Essen konnten wir kürzen, weil jetzt vieles über das Kinderpaket Hartz IV geregelt wird. Das heißt, wir konnten uns daraus zurückziehen und das Geld an anderer Stelle einsetzen. Ich würde auch gerne ein Sozialticket für 15 Euro machen. Und am besten noch, dass die Menschen damit landesweit fahren können. Nur das würde einige 100 Millionen Euro zusätzlich kosten. Denn die Verkehrsbetriebe müssen ja auch rechnen. Das muss wieder reinkommen. Da stehen die Kommunen dahinter. Das heißt, es dreht sich der Zirkel wieder zu. Insofern die Frage, wenn wir gerade über Sparen reden, kommen da die neuen Ausgabenwünsche. Und man kann nicht alles schaffen. Und das haben wir auch deutlich gesagt. Wir haben unsere Prioritäten gesetzt auf Kinder, auf Bildung und an Vorbeugung und die kommunale Landschaft wieder halbwegs handlungsfähig hinzustellen. Das sind schon große Aufgaben und da kann man nebenher nicht mehr viel anderes machen. Frau Ministerpräsidentin, Sie haben im Bereich Bildung, Schule, Kita wirklich einiges getan. Das kann man Ihnen sicherlich nicht vorwerfen. Es gibt keine Studiengebühren mehr. Das letzte Kita-Jahr ist frei. Ganztagsschulen sollen und werden weiter ausgebaut. Und zwar würde ich gerne noch mal sagen, die Studiengebühren, das Geld haben wir zurückgegeben an die Hochschulen. Das wird ja immer anders behauptet. Die komplette Summe, die die Hochschulen im letzten Jahr eingenommen haben, sind auch an die Hochschulen zurückgegangen. Das ist also wichtig. Sie haben in dem Bereich wirklich einiges getan. Wir haben eine Lehrerin heute bei uns. Verena Kössner, soll das so weitergehen eigentlich, diese Ausgabenpolitik, oder sagen Sie nicht auch, da müsste vielleicht gespart werden? Also ich freue mich natürlich total darüber zu hören, dass Bildung gerade auf der Prioritätenliste ganz oben ist und dass daran nicht gespart wird, weil ich auch persönlich der Überzeugung bin, dass das der eine Bereich ist, wo Investitionen tatsächlich Sinn machen. Und meine Fragen zielen eher dahin, das ein bisschen konkreter werden zu lassen. Und zwar
gibt es ja auf das Stichwort zur vorbeugender Sozialpolitik. Und ich bin jetzt seit Februar für Teach First an einer Hauptschule in Köln aktiv. Mhm. Und bei mir drängt sich die Frage auf, was wären denn drei ganz konkrete Maßnahmen, die Sie da für meine Schüler umsetzen würden? Bei der Präventionspolitik, bei der vorbeugenden Politik fangen wir ganz vorne an. Das heißt bei den frühen Hilfen für Eltern. Wir haben zu viele Kinder, die dort schon schwierige Startpositionen einnehmen. Und deshalb müssen wir eine bessere Brücke zu den Eltern bauen, damit unsere Hilfsangebote, die durchaus im Land vorhanden sind, zielgerichteter dort ankommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann der Kita-Bereich. Dort brauchen wir mehr Plätze, aber auch mehr Qualität. Dann geht es in den schulischen Bereich hinein. Hier waren wir uns einig mit Rot und Grün, dass wir die Stellen, die eigentlich frei werden würden im Schulsystem, drin lassen, weil wir eben individuelle Förderung stärken wollen, weil wir dafür sorgen wollen, dass es kleinere Lerngruppen gibt und vieles andere mehr dort passieren muss, um Qualität auch zu steigern. Wir wissen das, das ist keine einfache Situation, aber da haben wir den Rücken breit gemacht. Andere wollen Tausende von Stellen streichen, behaupten zwar immer, das ging in dem Rest der Verwaltung, aber da ist gar nicht mehr so viel. Wenn man nicht bei Polizei, nicht bei Schule, nicht bei Hochschule und nicht bei Justiz streicht, und das sagen eigentlich alle im Landtag, dass sie das nicht wollen, dann ist der Restbereich, das sind so 30.000, 35.000, die sitzen in den Ministerien und in den Bezirksregierungen. Über die ist seit Jahrzehnten die Kürzungswelle hinweggerollt. Bei den Bezirksregierungen, da saßen nur noch auf 100 Stellen 75 Leute. Sie können das nicht unbegrenzt weitermachen, mit dem Rasenmäher dort zu kürzen. Und deshalb machen wir den Rücken breit und sagen, nein, wir kürzen eben nicht bei Schule. Und wir nehmen nicht die Stellen raus, die man rausnehmen könnte, weil weniger Kinder geboren werden. Ich habe ein kleines Problem, den jungen Mann, glaube ich, ruhig zu halten. Nein, ist das so erregt? Nein, es hört sich nur so an, als gäbe es nirgendwo mehr Einsparpotenziale. Ah, also ich meine, also die es hört sich an, wir müssen immer neue Ausgaben finanzieren für immer weniger Kinder. Es hört sich an, als hätten wir ganz viele Kinder in diesem Land, für die wir ganz viel tun müssen. Also ich kann das irgendwie nicht ganz glauben, dass da keine Einsparungspotenziale mehr da sind. Sie möchten sich einfach nur vordrücken. Ich sage Ihnen eine ganz konkrete Einsparung, die wir dort auch in diesem Bereich vorgesehen haben. Wir haben uns vorgenommen, die Übergänge besser zu gestalten. Wir haben ja jetzt eine Situation, dass der Ausbildungsmarkt sich ein Stück weit entspannt. Das heißt, die Unternehmen suchen händeringend Ausbildungskräfte. Wir haben aber immer noch über 60.000 junge Menschen in Warteschleifen. Das sind Lehrerinnen und Lehrer, die beschulen, damit die nicht auf der Straße sitzen. Wenn wir hier besser werden, gemeinsam mit Wirtschaft und Gewerkschaften im Ausbildungskonsens, haben wir das Programm Kein Abschluss ohne Anschluss auf den Weg gebracht. Das setzen wir ganz konkret um und dafür haben wir auch ganz konkret Einsparungen natürlich an anderer Stelle, auch im Schulsystem drin, weil das ja nicht zu einem Qualitätsverlust führt, sondern weil wir hoffentlich diese Aufgabe der Warteschleifen in Zukunft nicht mehr in dem Umfang wahrnehmen müssen. Frau Kraft, Sie haben von den Bezirksregierungen gesprochen, Sie haben von den Lehrern gesprochen, Sie haben von den hohen Tarifabschlüssen gesprochen. Heikle Frage auch beim Netz. Aus dem Netz, wo kann man beim Landespersonal sparen? Man kann... Jetzt, wo die Regierung bald nicht mehr auf die Linken angewiesen ist, wird da auch endlich beim Landespersonal gespart? Fragt Florian Bontrup. Fragt Florian Bontrup. Ich habe ja gerade einen Bereich genannt, wo wir sparen können. Und wir müssen natürlich auch aufgabenkritisch durchgehen. Das heißt, wir waren ja dabei, mit einem Effizienzteam zu sehen, welche Aufgaben kann das Land demnächst anders erfüllen oder vielleicht gar nicht mehr erfüllen. Was ist denn eigentlich konkret rausgekommen bei diesem Effizienzteam? Naja, die sollten ja von jetzt, dem hat man ja so lange nichts gehört. Ja, kann man ja nicht, weil der Landtag aufgelöst ist. Ich habe leider die Leute da gar nicht mehr sitzen. Haben die dann Maulkorb? Nein, wir haben eine konkrete Maßnahme, die ich auch immer wieder nenne. Die haben vorgeschlagen, dass wir aus den Zuschüssen, die wir Unternehmen geben, dass wir daraus revolvierende Fonds machen. Das heißt, wir geben nicht einfach nur die Zuschüsse, sondern wenn es den Unternehmen wieder gut geht, zahlen sie das zurück, sodass das für die nächsten Antragsteller zur Verfügung steht. Frau Kraft, der Florian Bontrup hat nach dem Personal, nach Landespersonal gefragt. Ja. Das sind Lehrer. Das habe ich ja gerade gesagt. Das aufgabenkritisch durchgehen, da müssen wir politisch eine Debatte darüber führen. Was stellen Sie sich denn vor? Was soll das Land nicht mehr machen? Wie sollen Sie ja jetzt wählen? Was stellen Sie sich denn vor? Welche Stellen können Sie entbehren, welche nicht? Ja, wenn ich die bisher hätte entbehren können, wenn mir das so klar wäre, ohne eine inhaltliche Diskussion, dann hätte ich sie schon gestrichen. Aber ich glaube, das müssen wir sehr sorgfältig machen, weil wir nicht einfach fahrlässig aus Aufgaben aussteigen können, sondern wir müssen genau darüber nachdenken, was sind die Bereiche und diesen Prozess, da sind wir sozusagen mittendrin gestoppt worden. Aber das Dumme ist, dass die Wähler das ja vor der Wahl gerne wissen möchten, Frau Kraft. Ja, das hilft aber nichts. Ich kann ja keine Informationen liefern, die noch nicht endgültig bewertet sind. Und da bitte ich einfach um Verständnis. Das geht nicht. Fall für unseren Faktenchecker.
das nenne ich mal Ehrlichkeit. Tobias Blasius mit unserem Kooperationspartner von der NRZ, wo wir beim Thema Ehrlichkeit sind, kommt man auch ganz schnell zum Thema Wahlversprechen gehalten oder gebrochen. Was ist da für eine Bilanz bei Hannelore Kraft zu ziehen? Also wenn man sich das so anhört, klingt das ja alles erstmal bodenständig, glaubwürdig. War das auch in den vergangenen 2 Jahren so? Also ich würde sagen, natürlich ist in 20 Monaten nicht der gesamte rot-grüne Koalitionsvertrag abgearbeitet worden. Wenn man die 3 zentralen Wahlversprechen nimmt, also Abschaffung von Kita-Gebühren zum Teil gelungen, Abschaffung der Studiengebühren gelungen, Kompensationszahlungen an die Universitäten umstritten und das dritte, Kommunalhilfen, muss man sagen, ist der Einstieg gelungen. Das wäre so meine Bilanz. Jetzt haben wir Applaus von der hinteren Bank. Und Frau Kraft, eine schnelle Frage aus dem Netz, Jenny. Ja, was ganz Konkretes. Dienstwagen A8, ist das notwendig? Ja, weil ich ein gepanzertes Fahrzeug fahre aus Sicherheitsgründen und es leider keinen kleineren gibt, der geringeren Ausstoß hat. Die Sicherheitsbedingungen mache ich nicht, sondern die sind vorgegeben. Jetzt haben wir viel über Sparen gesprochen und jetzt reden wir die Ausnahmen vom Sparprogramm. Hannelore Kraft und die SPD sagen, keine Sorge, Studiengebühren kommen nicht. Und selbst damit sind nicht alle einverstanden. Hier die nächste Frage. Wie wollen Sie die Qualität an Hochschulen und Universitäten sichern, wenn Sie die Studiengebühren abschaffen, keine ausreichenden Ausgleichsmittel zur Verfügung stellen, sich bei den zukünftigen Studierendenzahlen um 20.000 verkalkulieren, ohne sich dabei weiter zu verschulden? Fragt Gereon Bade. Frau Kraft, der ist aber sehr kritisch. Naja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben das Geld 1:1 zurückgegeben. Es ist nur nicht 1:1 bei jeder Hochschule angekommen. Und zwar hat das auch, ich finde, richtige Gründe. Denn es gab Hochschulen, die haben, weil aufgrund der sozialen Situation ihrer Studierenden nur die Hälfte an Studiengebühren genommen oder gar keine. Und die wollten wir jetzt nicht schlechter stellen. Also einige Hochschulen haben etwas weniger bekommen, aber es sind alle bedacht worden, die Summe ist komplett gezahlt worden. Und die 20.000 verrechnet, wir haben uns in ganz Deutschland mit den Prognosen vertan. Es liegt sicherlich auch daran, dass wir aber die Studiengebühren abgeschafft haben. Das können Sie mich Mathematiker einmal ausreden lassen, das finde ich nicht so nett. Ich möchte gerne einmal in Ruhe, das wäre nett. Aber gut, Sie dürfen ausreden. Aber dann mache ich. So, die 20.000, da haben wir uns nicht verrechnet, sondern es gehen jetzt mehr Leute an die Hochschule, auch weil die Studiengebühren abgeschafft worden sind. Viele übrigens, die gar nicht aus NRW kommen. Wir bilden ein Viertel aller Studierenden Deutschlands aus. Und da Hochschule eine gemeinsame Aufgabe von Ländern und Bund ist, stehen wir bei Frau Schawan und scharren, dass wir jetzt nochmal den Hochschulpakt aufstocken. Jetzt möchte ich meine Frage, die ich zurückgestellt habe, damit Frau Kraft in Ruhe antworten kann, darauf haben wir uns gerade geeinigt, doch nochmal loswerden. Haben Sie denn jetzt versucht, richtig zu rechnen und wirklich genug Studienplätze für die nächsten 2 Jahre zu organisieren? Das sind ja ganz starke Jahrgänge und da wird Not sein an den Unis. Ja, wir wissen, dass es eng wird. Wir haben den Hochschulpakt in ganz Deutschland gemeinsam miteinander verabredet. Wir haben zusätzliche Studienplätze geschaffen. Das kann man nicht isoliert für Nordrhein-Westfalen, sondern das ist eine Aufgabe für ganz Deutschland. Wir erkennen jetzt, dass es mehr Bewerber gibt. Dann muss der Hochschulpakt aufgestockt werden. Wir waren bereit, unseren Teil dazu zu zahlen. Der Bund wollte das bisher nicht. So, Hochschule, jetzt mische ich mich mal ein. Wenn 2 sich streiten, freut sich nämlich die dritte. Wer studiert? Diskutieren. So. Vielleicht einen Schritt nach vorne kommen, dann steht ihr im Licht. Studiengebühren sicherlich populär, wenn man die abschafft. Seht ihr das genauso oder sagt ihr lieber, nehmt lieber ein bisschen Geld und investiert das in andere Dinge im Land? Also das trifft sich jetzt ganz gut. Muss ein bisschen näher kommen. Ich kann auch das Mikro gleich nehmen. Also das trifft sich ganz gut, weil ich studiere tatsächlich an einer privaten Hochschule und überweise jeden Monat 550 Euro dafür, dass ich studieren kann. Ich muss sagen, die Bedingungen sind zwar besser, wir haben keine überfüllten Hörsäle, aber dennoch glaube ich, dass das auch so erreicht werden kann mit einer normalen Hochschule. Und deswegen finde ich es vernünftig, dass die Studiengebühren abgeschafft werden, damit keiner auf der Strecke bleibt. Warum gehst du auf die private Schule dann? Weil ich die Sorge hatte, mit meinem Abi von 2,1 und diesen doppelten Jahrgängen keinen Platz zu kriegen auf irgendeiner anderen. Ich wollte gerade sagen, so die staatlichen Hochschulen, die haben eine große Anforderung. Ich studiere auch auf der gleichen Hochschule, zahle auch 580 im Monat. Und ich finde einfach, das ist einfach auch angenehmer für mich. Also es wird das geboten, was ich bekomme für das Geld. Und ich fand einfach die Anforderungen an den staatlichen Hochschulen waren zu groß. Aber du bist für Studiengebühren eher? Also du bist bereit, sie zu bezahlen? Ich bin eher zum Abschaffen. Okay, habe ich das missverstanden? Jo.